dann Pau. Ja, als es dann draußen war. Krass. Der Zyklon. Den nehme ich mir vor. So, ja, okay, das ist außerhalb. Gut. Die Gegend wird gut bewacht. Nicht mehr ganz, ganz so gut. Dies war einst ein freundliches Dorf, doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Bist du fertig? Aua! Aua! Das ist unfreundlich. Lass das. Das ist sehr unfreundlich. Deswegen schieße ich dich jetzt mit einem Pfeil ab. Wie sie ihn finisht, ist halt einfach nur geil. Die hatte Ziegenkäse. Wo hatte er bitte Ziegenkäse? Igittigittigitt. Oh. Stimmt, Götter. Die Götter sind meine Zeugen, ich schwöre! Götter? Welchen Unterschied machen? Sie alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los! Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen! Hat er Zyklop gesagt? Hat er dir wehgetan? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt! Das habe ich nicht! Aber du bist so fett! Ich meine, so groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge! Gib es zurück! Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat! Gib es zurück! Du willst es? Hol's dir! Das ist so cool, ich muss die... Vorsicht, ich muss die Kamera anmachen. Spielpause, ich muss nachladen. Oh, ich wollte dich runterfliegen. Mann, so. Wo ist denn der? Hat er auf mich geschossen? Ich sehe den gerade nicht. Oh. Fair Jobs. Sonst noch wer? Der war jetzt echt nicht schwer, ne? Alter, es ist so geil. Oh, krass. Wie sein Streithammer hier reinhängt. Reingebrochen ist. Voll gut. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Ein Zeus, diese kefalenischen Banditen. Warte. Wenn ich mich recht erinnere, kannst du das Auge wiederbekommen. Wo ist die Ziege? Warte, die ist irgendwo nach hier.
Aber nicht, dass dass ich ja jetzt wegen dir eine unschuldige Ziege töte. Wo ist sie? Ziege? Wo bist du? Das war nicht die Ziege. Warte, die kommt ja nicht hier hoch. So weit kann die ja nicht gelaufen sein. Wo ist sie? Die arme Ziege, ich will sie erlösen. Ja, naja. Ich suche hier sowieso noch ein bisschen rum. Und wenn sie mir über den Weg läuft, dann kann ich sie ja... Lebt hier noch einer? Weil hier gerade wieder die Musik anfängt. Ihr respawnt irgendwo anders. Achso, ja, okay. Warte, was? Ich werde gehostet? Echt jetzt? Oh! Ja, stimmt, da oben. Hey! Wie cool! Danke, Nordstein Live. Cool. Sorry, dass ich das nicht gesehen habe. Und ja, Sarah, ich habe es echt gerade nicht gelesen. Oh Mann, jetzt werde ich ganz rot, gleich Cam ausmachen. Sorry. Oh Mann, danke. Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas, es ist mir eine Ehre. Ich bin Cassandra, Söldnerin von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Ja, das sagt man mir sehr häufig sogar. Also im Spiel. Das war ein Zufall. Ich bin die Antwort auf all deine Gebete. Zufall. Kefalenia hat deine Gebete gehört. Ich war nur rein zufällig am nächsten dran. Und du kämpfst rein zufällig wie Achilleus, während Zeus Adler um deinen Kopf kreist? Woher kommst du eigentlich? Wo kommst du her? Von überall und nirgends. Die Adrastea ist mein Zuhause, aber geboren wurde ich auf Mykonos. Ich habe keinen Fuß mehr dorthin gesetzt, seit ich zur Armee ging. Dann bist du ein Soldat? War ich. Meine Brüder und ich waren Schiffsführer in der Athena-Flotte, bis eines Nachts Poseidons Zorn unsere Schiffe versenkte. In jener Nacht habe ich es gesehen. Es. Es? Was hast du gesehen? Der Gott des Meeres entfesselt mehr als nur den Wind und die Wellen, wenn er wirklich zornig ist. Ich sah seine Bestie, sein mörderisches Schoßtier. Wenige glauben mir, doch dieses blinde Auge erinnert mich auf ewig daran. Die
die Strafe dafür, dass ich Poseidons Kreatur erblickt und überlebt habe, um davon zu erzählen. Wie kam es zur Rangelei? Warum haben dich die Männer angegriffen? Ach, du kennst doch die Leute hier. Nichts für ungut. Ich erzählte von meiner letzten Reise und plötzlich führen sie sich auf wie ein Haufen Wildgewordener. Was hättest du ihnen denn erzählen können, dass sie so verärgert hat? Meine letzte Reise. Wir fanden einen einzelnen Mann auf einem Floß. Bevor er starb, erzählte er eine Geschichte, die einem das Blut gefrieren lässt. Es ging um eine furchterregende Kreatur, so hässlich, dass es kein Wort dafür gibt. Und ich sagte nur, einäugiges Monster. Plötzlich werde ich in einem Tonkrug ertränkt. Ja, der Zyklop nimmt so etwas sehr persönlich. Ja, ist das cool. Also, hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Klingt, als schuldest du mir was. Jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ja, das erste ist so bitchy von oben herab, aber natürlich nehme ich das zweite. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Du hast mich gerettet! Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anböte. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Dienst. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Das ist cool. So. Ja, wunderbar. So, wir sind wieder am Start. Und der ist weg. Gut. Und hier ist auch der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe. Also, ich habe das ja angetestet, das Spiel, ob das funktioniert und so weiter. Und jetzt habe ich, also bin noch nie ein großes Schiff gefahren, außer bei Sea of Thieves. ab jetzt ist alles neu für mich. Voll krass. Ah, schön. Wo muss ich hin? Nein, Spaß. Gut, ich glaube hier auf der Insel ist jetzt auch nichts mehr wirklich los, ne? Aber wir können hier einen unentdeckten Ort noch finden. Hier noch einen unentdeckten Ort. Aber das... Ich schaue nochmal bei der Nachrichtentafel. Entschuldigung. Und ich habe eine Fähigkeit bekommen. Oh, wunderbar. So, was machen wir denn jetzt? Ich würde den... aufladenden Ding machen. Schuss. Weil wir doch sehr viel mit Pfeil und Bogen machen. Jo. Jetzt bleib stehen. du Troller. So. Ich weiß gar nicht, ob er hier wirklich noch. Ich muss mich verstecken. Nö, musst du nicht. Haben wir schon alles getötet. Was ist das eigentlich? Warte mal, ich will mal kurz schauen, was das ist. Ist da unten? Ist das ja wie bei Witcher, dass da drunter dann so Schätze sind? Oder nee, das wäre ein bisschen auffällig, oder? Okay, interessant. Also, okay, das ist auch zum Einsammeln. Ah, wahrscheinlich ist es ja so groß wegen den Schiffen. Kann man bei den Schiffen das auch einsammeln? Wahrscheinlich. Ja, müsste eigentlich so sein. Ja, ein bisschen komisch. Oh, das Pferd kommt schon zu mir. Oh Mann. Sweet. Na los, komm. Ich finde es echt cool, dass sie
bei den Pferden auch keine Steigbügel und so weiter gemacht haben, weil das kam ja sehr viel später, die Erfindung mit den Steigbügeln. Und einfach so eine Decke, wobei der hat schon eine Art von Sattel eigentlich. Aber ohne Gurt, also auch nur eine Decke rein, theoretisch mit Leder. Aber voll gut. Das sind so Kleinigkeiten, die ich echt immer feiere. Ah komm, das Pferd schafft es. Alter, was für ein Pferd. Damn. Bewegung! Einfach, ich gehe einfach mal jetzt die Treppe hoch. So. Oh, okay. Demi, was ich noch fragen wollte, die sagen ja manchmal was in auf Griechisch. Kannst du das verstehen oder ist das so altgriechisch? Oder ist altgriechisch und modernes Griechisch relativ gleich? Also ich weiß nur von einem Kumpel von mir, der hat altgriechisch studiert oder halt hatte altgriechisch in der Schule. Und das war ziemlich anders, soweit ich mich erinnern kann. Also was er erzählt hat. Es geht, glaube ich, um Spartiaten. Ah, es ist kein Altgriechisch. Ich finde es so cool, dass die sowas einbauen. Nice. Gut, dann wollen wir mal zur See fahren. Bereit, wenn du es bist. Warte! Warte auf mich, Cassandra! Ich hab gepackt und alles! Nee. Du willst mitkommen? Wenn du gehst, gehe ich auch. Du bist zu jung. Kefalenia ist dein Zuhause. Kefalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Das würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann. Oh. Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich allein machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komm klar. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Meinen Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Voll geil geschnitzt. Deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich komme nicht mehr nach Kefalenia zurück. Na doch, ich verspreche. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halt dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mache ich, keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Achso, danke schön. Cassandra! Brüll doch nicht so. Kefalenia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo, ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden, aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Komm in meine Arme, gib mir lieber den... Ja, komm. Also als Abschied. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Cassandra. Ich dich nicht. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, meine Beste? Er hat ein Déjà-vu.
Bist du bereit? Ja. Let's go. Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut. Das Meer wartet weder auf Männer noch auf Frauen. Es wird Zeit. Das hast du schon gesagt. Schön. Gut. Welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will die mächtige Cassandra fahren? Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag ist, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaos von Sparta? Nikolaos von Sparta? Flashback! Das Orakel hat gesprochen! Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, er wird nichts Schlimmes tun. Er wird uns helfen. Er wird uns führen. Nein! Nein! Bitte nicht! Alter! Nein! 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 Sie hat ihn getötet! Sie unter! Zahl für ihre Ehelosigkeit, für das Leben, das sie verwirkte. Sie ist keine Spartiatin, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Nikolaus, sieh mich an! Sieh mich an, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Dein Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gift! Für Vater? Sparta! Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios-Wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Ja, wir haben es bis zum Titel geschafft. Yeah. Und bis dahin sind wir, glaube ich, nur viermal gestorben oder so. Genau, was die Sarah sagt. Nix spoilern. Es geht nichts über eine Brise. Muss ich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um eine echte Seefahrerin aus dir zu machen. Oh, und welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich mir ansehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Mal sehen, wie sich die Segel halten. So.
Das ist immerhin mal was anderes, sonst sterben immer die Eltern und wir werden zur Assassine. Jetzt sind wir halt mal die, die den Vater töten sollen. Ja. Also es ist schon ein bisschen krass, dass man ja, diesen Sparta-Mythos halt immer noch so glaubt, sag ich mal. Aber okay. Und beziehungsweise, was, also der Vater hätte ja nichts anderes machen können. Also, wenn man so diesen Sparta-Mythos aufbaut, beziehungsweise das Spiel baut ja auf diesen Mythos auf, das, was die Götter sagen, ist da Gesetz. Und die Spartiaten haben ja auch nie zu den Waffen gegriffen, wenn es nicht von den Göttern abgesegnet wurde. Und das ist halt, ja, natürlich fast nicht so, aber welchen Sparta-Mythos? Die Spartiaten die besten Krieger hatten, dass die Spartiaten nur Krieg kannten, dass sie also nur den Beruf des Kriegers hatten, dass sie eine unüberwindbare Armee hatten und so weiter. Das war alles, das war quasi die erste Propagandamaschine der Spartiaten, diesen Mythos aufzubauen. Und der hält sich halt bis heute. Ist halt richtig krass. Deswegen kann ich nicht. Ja, naja. Und auch das mit dem Kindermord. Nach der Geburt die Kinder überprüft wurden, ob sie irgendwelche Gebrechen hatten und so. Und wenn sie zu schwach waren, wurden sie getötet. Das stimmt teilweise auch, aber das war überall auf der Welt so. Also wenn Kinder behindert waren oder so, hat man sie getötet. Und genau. Und nicht dieses so, ja, sie können keine Krieger werden, deswegen töten wir sie. Genau. Na gut, dann segeln wir mal. Schön, dass du wieder da bist, Kapitän. Ich war nicht weg.